Er arbeitet als Journalist für den Bayerischen Rundfunk, Neon und für die Online-Rubrik der Süddeutschen Zeitung jetzt.de. Frederik Kuhnt wurde 1977 geboren. Zu seinen Hobbys zählt er unter anderem Essen und Auflegen. Pardon, natürlich ist nicht das Auflegen, sondern das Auflegen gemeint. Er ist einer, dem die kommenden Stars der Musikbranche vertrauen, denn er fertigte im Rahmen von On3 und Arte Künstlerporträts an. In seiner beruflichen Reise nach Südafrika lernte er eine Menge Chicas kennen. Aber wie es so im Leben ist, mochten ihn die einen und die anderen eben nicht. Für den Hörfunkbeitrag Geschichten aus Parallelistan unterwegs mit jungen Aussiedlern in Bayern erhielt er 2004 den Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa. Oder kurz für Studenten, Zibis.